ICE 797 Berlin Ostbahnhof nach Frankfurt am Main, Flughafen Fernbahnhof. Es ist 16:12 Uhr. Fahren Sie diesen Zug von Kassel-Wilhelmshöhe nach Fulda. Baureihe 401, 704,8 Tonnen, 11 Wagen und 274,5 Meter lang auf der Strecke Kassel-Wilhelmshöhe Fulda. Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Szenario mit mir zusammen. Ich bin der Danny Spitters und würde sagen, wir beginnen einfach mal. Und dieser Tag ist ein besonderer Tag, denn ich habe mir den 24. Dezember ausgesucht. Ich finde das gar nicht, ich finde das jetzt echt mal spannend, dieses Datum auszuwählen, weil nämlich, ja, man kennt das, ne, Heiligabend noch mit dem Zug unterwegs zu sein. Und jetzt muss ich hier erstmal ein paar Sicherheitssysteme ein- und ausschalten. AFB. So, dann PZB ein, SIFA ein. So, das haben wir auch erledigt. Die Türen doch entriegelt, oder bin ich jetzt? Da habe ich die falschen entriegelt. Entschuldigung, dann machen wir das so. Die AFB machen wir natürlich auf 40 fürs Erste. So, was ich sagen wollte, so. Man kennt das Heiligabend unterwegs zu sein, auch mit dem Zug. Schneesturm ist da auch nicht ausgeschlossen und man will natürlich pünktlich zu Hause sein. Mit seinen Lieben unterm Tannenbaum sitzen ja, da kann man nur hoffen, dass die Bahn pünktlich ist. Wir werden natürlich alles versuchen, dass wir pünktlich sind. Werden dafür alles tun. So. Wir sollen noch bis 16:14 Uhr warten. Das ist jetzt der Fall. Wenn wir natürlich müssen wir noch was ganz Wichtiges machen. So. Fahrmotorlüfter ein und dann haben wir jetzt 86 Kilometer vor uns. Lösen die Bremsen. Und schalten langsam auf. Bevor wir natürlich losfahren. Das hier noch. So. Aber jetzt. Auf geht's! Dann hoffen wir mal, dass wir pünktlich ankommen. In Fulda um 16:44 Uhr. Wir fahren jetzt eine gute halbe Stunde. So, dann dürfen wir uns glaube ich auch gleich, obwohl wir sind glaube ich so direkt schon auf LZB, so wie ich das sehe. Dann können wir eigentlich auch die AFB schon mal aufschalten. Auf 100 km/h und dabei die SIFA drücken. Gucken uns das hier mal so ein bisschen an. Wunderschön. So, wir haben ein bisschen Wattschlupf hier, tiefer. Schade eigentlich, dass man mit dem ICE1 nicht auf andere Strecken fahren kann. Mir auf jeden Fall noch nicht gelungen. Vielleicht gibt es dafür besondere, was denn der Blödsinn jetzt? So. Besondere Voraussetzungen für, dass man das machen kann. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich kann bisher nur auf der Strecke Kassel-Würzburg fahren mit dem ICE 1.
Warum das so ist, kann ich euch nicht sagen. Wahrscheinlich ist das spielbedingt. Schade eigentlich. So, kann man das hier eigentlich irgendwo sehen? Da seht ihr es. Links 16.16 Uhr, wo die Uhrzeit steht, 24. Dezember 2017. Warum jetzt 2017, kann ich euch nicht sagen. Eigentlich sollte das aktuell sein. Aber wahrscheinlich geht das nicht in der Zukunft. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall steht jetzt 2017 und ja. Dann ist das halt 2017. Glaube ich jetzt auch nicht so schlimm. So, hinein jetzt in den ersten Tunnel. Denn da ein anderer ICE-1, wunderschön. So, dann sollten wir auch gleich in der. So, dann dürfen wir jetzt gleich 250 fahren. Leistung aufschalten hier. Wahrscheinlich erinnert ihr euch alle noch an das Video von gestern, was ich gemacht habe. Mit dem ICE3 auf der Strecke Hamburg-Lübeck. Das wurde ein reinstes Chaos-Szenario, Horror-Szenario. Was da passiert ist, guckt es euch an. Ja. Ihr werdet selber sehen, wovon ich spreche. Wunderbar. Schaut euch das an. So, eigentlich ist das jetzt ein ziemlich chilliges Fahren. Das heißt, wenn wir eigentlich den HUD ausmachen. So. Wie kann man eigentlich die Scheibenwischer manuell ausschalten? Also ohne jetzt hier unten ran zu gehen. Geht das dabei? So, da muss ich ich stehe leider nicht dabei.
steht leider nicht dabei. Wunderbar. Wunderschön einfach nur. Mega. Was für ein geiles Bild, oder? In einem Tunnel in den nächsten. Das ist die Strecke Kassel-Würzburg. Der 24. Dezember 2017 wohlgemerkt. Warum 2017 kann ich wirklich nicht sagen, ob das jetzt purer Zufall war oder dass irgendwie automatisch ausgewählt wurde. Auf jeden Fall steht hier, ihr seht es ja selber, 24. Dezember 2017, 16.23 Uhr, 32 Sekunden. CE3. Wunderschönes Fahren, so einfach nur geil. Also wer von euch möchte denn gerne Heiligabend im ICE sitzen? Irgendwo auf einer deutschen Strecke, auf dem Weg nach Hause oder auf dem Weg zu den Liebsten. Und hoffen, dass die Bahn an diesem Tag wenigstens pünktlich ist. Das beim Schneesturm. Also es ist nicht gerade die besten Voraussetzungen, aber das ist ja durchaus möglich an Heiligabend, dass sowas auftritt. Von daher gar nicht so utopisch. Und dass die Bahn da gerne mal streikt, beziehungsweise die Triebfahrzeuge, hat die Vergangenheit gezeigt. Dass die Technik gerne mal verrückt spielt und ja, das ist dann natürlich eher ungünstig als Fahrgast, wenn man Heiligabend pünktlich bei seinen Liebsten sein will, zum Gans essen, zum Kartoffelsalat essen oder whatever, was ihr so Heiligabend
auf den Tisch zaubert, gezaubert bekommt. Viel wichtiger ist ja dann das Beisammensein, finde ich zumindest. Mit der ganzen Familie, mit unterm Baum, die ganze Besinnlichkeit ist ja fast wichtiger oder schöner als die Geschenke an sich, finde ich zumindest. Familie sein, glücklich sein und ja, einfach mal die Seele baumeln lassen und es einfach genießen als das, was es eben ist. So, jetzt haben wir gleich immer rot, oder wie sehe ich das? Jetzt zeige ich die SCP 0 an. Wollen wir das mal kurz testen. Den noch haben wir grün. Da werden wir mal schauen. Er ist jetzt wieder auf 200. Wie gesagt, Weihnachten ist ein sehr, sehr schönes Fest, ein besinnliches Fest. Und das möchte man dann doch schon pünktlich bei der Familie feiern. Und wenn man dann natürlich irgendwo im Zug hängt, der aufgrund der angesprochenen Witterung streikt, was ja nicht unüblich ist, dann ist das natürlich so eine Sache. Kann ich mir schon vorstellen. Also ich würde Heiligabend nicht mehr mit dem Bahn irgendwo unterwegs sein wollen, wenn es nicht unbedingt nötig ist. Wenn ich zu Verwandten mit dem Zug fahren muss, dann würde ich das schon ein paar Tage früher in Anspruch nehmen. Einfach um sicher zu gehen, um dass man auch Heiligabend dann da ist, wo man sein möchte. Und nicht erst Heiligabend losfahren, weil das kann dann doch unter Umständen in die Buchse gehen. Nicht, dass man so salopp formulieren darf. Aber das ist natürlich jeder anders. So, dann kommt das der nächste entgegen. Ziemlich viel Fernverkehr hier unterwegs. An diesem besonderen Tag. 24. Dezember 2017. So. Das mit den Tunneln, das kennt ihr ja in- und auswendig hier. Das ist ja nichts Neues mehr. Ich bin echt mal gespannt, welche Strecken so im Laufe der Zeit noch dazu kommen. Berlin wäre doch mal eine geile Sache. Berlin, Hamburg, Berlin, Essen. Ich weiß, das ist ziemlich, ziemlich, ziemlich weit. Ja, ist mir klar. Da machen wir halt Berlin, Köln. Ja, oder es gibt so viele Strecken, so viele deutsche Strecken, die hier beim TSW noch nicht dabei sind. Hannover zum Beispiel oder ja, weiß ich nicht. Es gibt so viele. Leipzig. Na gut, Leipzig haben wir ja als Nahverkehr. Haben wir ja schon. Wie gesagt, Berlin würde ich mir wünschen. Essen, Borken, Essen, Oberhausen, Essen. Essen haben wir an sich dabei, aber halt nur nach Duisburg und Bochum und ja, würde ich mir auch in die andere Richtung wünschen. Aber Berlin wäre schon ziemlich geil, wenn das auch mal käme. Vielleicht auch ein bisschen anderes Rollmaterial noch dabei. ICE4 zum Beispiel wäre geil. Also sowas würde ich mir schon wünschen. Was haben wir denn noch? Oh ja, 40 Kilometer gleich noch. Das geht, das geht, das geht. Geht relativ fix hier. Also gestern das Szenario, das war schon einmalig. Ich glaube, das würde ich auch so nicht mehr hinbekommen, weil erstens, das war wahrscheinlich irgendwie ein riesengroßer Bug. Würde ich jetzt mal einfach so tippen. Und zweitens, ja, sowas ist einfach einmalig, so wie gestern. Also das war, meine Güte, das war ja total verkorkst, aber es war auch irgendwie geil. Also, weil sowas ist einmalig. Das gibt es, glaube ich, noch nicht so oft auf YouTube. So ein
Geisterszenario, wo überhaupt nichts mehr gepasst hat. Keine Ankunftszeit mehr, keine Entfernung mehr. Das Szenario wurde am Ende nicht ausgewertet. Ich war gerade am Bahnhof angekommen in Hamburg. War gerade dabei, den abzurüsten. Da wurde ich aus dem Sitz geworfen. Also ich stand automatisch auf. Dann wollte ich, habe ich gerade noch die Sicherungssysteme abgeschaltet und ja, da wollte ich den Zug eigentlich verlassen. Ja, da wurden die Türen geschlossen, der Zug setzte sich in eine Bewegung. Mir gedacht, ja, okay, fährst du eine Runde mit. Dann war leider das Ende des dargestellten Bereichs erreicht. Konnte dann noch zum freien Spiel zurückkehren. Aber auch da wurde ich dann aus dem Zug geworfen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und fand mich dann irgendwo außerhalb des Bahnhofes in Hamburg mitten auf den Gleisen wieder und konnte mich nicht mehr bewegen und konnte das Szenario eigentlich nur noch an dieser Stelle, ja, beenden. Also es war ein Kuriosum at all gestern, also Wahnsinn, wirklich, ihr müsst euch das anschauen. Das Szenario nennt sich, oder das Video nennt sich Geisterzug im Horrorszenario. Schaut es euch an, auch wenn es ein bisschen lange geht. Ab 19:30 nimmt die ganze Geschichte Fahrt auf. Ich empfehle es euch wärmstens, kann ich euch nur sagen. Schaut rein, ihr habt Spaß auf jeden Fall. Bin aber gespannt, ob ich hier ohne Zwangse durchkomme. Oder ob ich irgendwo noch in Fulda näher Zwangse kassiere, weil die PZB wieder verrückt spielt. Bin ich echt mal gespannt, ob ich da heile ankomme. So, wie viel haben wir denn noch? Naja, schon unter 30. Na denn. Gespannt, wann wir dann von der EZB rausgenommen werden und dann PZB geführt sind. Und ob wir bis Fulda, wirklich bis zum Bahnsteig unter LZB fahren. Und dann wieder wie von Geistern selbstständig gebremst werden. Wunderschön. Ihr seht's. Ist ordentlich Sturm. An diesem denkwürdigen Tag.
So, keine 10 Minuten mehr, dann sind wir in Fulda oder sollen wir in Fulda sein? Kilometer. Also so mit 200 hier, das geht dann doch relativ schnell. Da sind 86 Kilometer gar nichts. Einfach nur Traumhaft. Auch oben am Stromabnehmer, wie sich das da, ist einfach nur geil. Da scheint ein Blondschopf im Zug zu sitzen. Seht ihr das? Ist blond. Und da ist er schwarz. Ist ein Gefährt. Und das hier oben ist auch geil. Muss da mal drauf achten. Das. Mega. Einfach nur mega. Ich liebe das. Und dann hier die Schneeverwehung. Trauma. Dann haben wir es gleich auch. Und ich kann euch schon mal sagen, nach diesem Video gibt es noch ein schönes Video. Dazu dann später mehr. Freut euch drauf, seid gespannt. Ihr werdet es dann auf jeden Fall sehen. Also wenn dieses Video vorbei ist, produziere ich noch ein schönes Video. Und ich freue mich da schon drauf. Ja, das wird auf jeden Fall sehr, sehr schön. Genau ist das hier. Jetzt ist weg. Okay, wahrscheinlich nur. Naja, komisch, komisch, komisch. Haben wir grün, also noch passiert hier gar nichts. Wir haben auch wahrscheinlich jetzt noch 19 oder 18 Kilometer bis Fulda. Das wäre auch ein bisschen früh. Ich denke mal so 10, ja, so ab 10 Kilometer wird da wahrscheinlich die ersten Einschränkungen kommen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wir mit 200 in Fulda reinfahren. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Von daher werden wir da wahrscheinlich wohl auf 100 oder 90 runtergebremst. So, oh ja, dann lassen wir das jetzt mal offen. Das hat, wer den hat, wie oder wie auch immer. Das sind nämlich jetzt plötzlich nur noch 8 Kilometer, 7 Kilometer, 8. Wahnsinn, das ging jetzt aber schnell. Ich dachte, wir wären noch irgendwie bei 15 oder so. Das ging jetzt aber, holla die Waldfee. Gut, dass ich das mal gemacht habe, sonst ist eng geworden. Jetzt wird es nämlich wieder ein bisschen. 220. Können wir jetzt auch nicht vorstellen. 100.
heißt natürlich wieder Augen offen und Signalkunde betreiben. Los, werden wir nämlich schon gebremst oder wie sieht das jetzt aus hier? LZB gleich zu Ende oder jetzt heißt es wieder Augen auf. So. Und mal ein bisschen, einfach mal mit ein bisschen am Bremsen hier. Noch mal runter auf 100. Aber besser ist das. So, sie war auf jeden Fall. Da vorne ist auf jeden Fall quittierpflichtig. Wenn wir den jetzt noch gebremst. So wegen null. Ein rotes Signal vor uns, aber kommt der erst nach dem Stopp. Na egal. Die LCB weiß schon, was sie tut. So, da vorne ist dann schon unser Ziel. Minute zu spät, aber ich denke, das können wir noch verkraften. So, werden wir jetzt automatisch gebremst oder muss ich nachhelfen? Das ist jetzt die gute Frage hier. Auf LZB-Anzeige steht ja 0. Normalerweise müsste er automatisch bremsen. Verlasse ich mich da jetzt drauf? Oder lieber nicht? Ah ja, er fängt an zu bremsen. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Ich bremse selber nicht, nur damit ich es wissen, ne? Macht alles die LZB. So, Türen entriegeln, Bremse etwas lösen und schauen wir uns mal ein bisschen außen, draußen, mein Gott, draußen um hier. In Fulda ist es ganz schön dunkel geworden. So, die haben natürlich jetzt Eiliges vor sich.
Müssen nämlich jetzt zu ihren Liebsten nach Hause. So, der Bett. So, das war's dann jetzt auch mit dem Szenario, so wie ihr es seht. Gold haben wir erreicht. Dann wollen wir mal hier noch, während hier noch die Level auflaufen, dann gehen wir mal hier hin zum freien Spiel zurückkehren. So, hier dürfen wir nicht mehr mitfahren. Dann gehen wir mal hier hin. Gut, wir schaffen es wahrscheinlich nicht mehr in den Passagierraum. Fährst du jetzt weiter oder was läuft jetzt hier ab? Ja, dann nehmen wir mal hier Platz. Gucken wir mal bei der Arbeit zu, Kollege. Sieht ja sehr motiviert aus. So, als Beifahrer hat es auch mal was. Das finde ich auch richtig geil. Wo geht's denn jetzt hin? Wo fahren wir hin? Ach ja, hier, der Zug fährt weiter nach Frankfurt. Habe ich ja gerade gelesen. Wahrscheinlich werden wir eh gleich aus dem Szenario geschmissen. Da kommt noch ein RE an. Ihr seht's. Ja, 146. Da steht eine Hamsterbacke. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Wahrscheinlich werden wir eh gleich rausgeschmissen, weil das Ende des dargestellten Bereichs dann auch erreicht wird. Aber solange wir mitfahren können, fahren wir mit. Als Beifahrer. Hat ja auch was. Nehmen wir auf jeden Fall Fahrt auf. Wie fahren wir denn im Moment? Kann ich das sehen? Kollege? 100 hatte auf dem Display stehen, ihr seht's. Dann fahren wir auch im Moment 100. Jetzt gibt er Gas. 150. Gas sag ich schon. Jetzt schaltet er auf. 150, 140. Aha. Gut, dann setzen wir uns mal wieder hin. Wir sollen da sitzen beim während der Fahrt. Das ist ja ganz wichtig. Ich finde es aber schön, dass du jetzt. Du hast übrigens die SIFA leuchtet bei dir, aber das ist nur mein. Das fällt nur mir auf. Nicht, dass du gleich eine Zwangsre kassierst, ne? Da, gelb. Aber naja, du machst das schon. Ich bin nur Beifahrer. Oh, irgendwas passiert jetzt. Aber das ist gar nicht mehr mein Job. Ich bin nur Beifahrer. Ich kann leider nicht eingreifen. Das muss alles du erledigen. Schau mal, was warum der jetzt so meckert. Ach, du sollst zurück auf 100. Oh oh. Das hört sich nicht gut an, Kollege. Ich glaube, das ist nicht 20 kassiert. Oh oh. Sag mal, bist du Anfänger oder was? Keine Ausbildung gehabt? Du kassierst gerade eine 20, nur mal so, ne? Hast du mal Glück gehabt. Du solltest nämlich runter auf 100. Deswegen hast du so hat der Zug so gejammert. So. Also ich bin echt. Das ist schon wieder ein Problem. Aber. Eieieiei. So, da vorne muss ich quittieren. Oder machst du, ne? Ja, jetzt kommt das. Ich bin echt gespannt, wie weit wir mitfahren können. Ne? Das ist schon eine ordentliche Strecke, ne? Ach, da haben wir das Ende des dargestellten Bereichs erreicht. So, das war's dann mit diesem Szenario und mit diesem Video, würde ich sagen. Wenn ich jetzt hier hingehe, wird es wahrscheinlich nicht mehr viel passieren. Außer, dass wir jetzt gleich komplett aus dem Zug geschmissen werden. Aber wir können es ja soweit ausreizen, wie es geht, ne? Sollte man mal tun. Ist ja auch mal ganz interessant. Setzen uns hier nochmal hin. Es sind hier gar keine Gleise mehr vorhanden, oder sehe ich, gucke ich falsch. Wie fahren wir gerade ins Nichts, kann das? Gucken wir mal auf Karte, wo wir überhaupt hier sind. Fulda, Hartberg. Hartberg sind wir. Da sind wir. Hartberg. Danach käme dann
Möllgasbahn, Betriebsbahnhof, dann kämen wir nach Buxen, Buxen ba Betriebsbahnhof, Rohrbach, Würzburg. Aha, ja, da ist dann Ende Gelände. Weiter geht es nicht. Ja, fahren wir mal weiter mit. Ne? Vielleicht fahren wir ja wirklich noch durch bis Würzburg. Das wäre natürlich mega. Da kommt ein Gegenzug. Aber irgendwie sind die Gleise hier nicht mehr so ganz vorhanden, oder meine ich das nur? Jetzt fahren wir durch die Mauer. Habt ihr das gesehen? Da sind Bäume auf dem Gleis. Ach du Scheiße. Ist hier nur los. Jetzt sind überhaupt keine Gleise mehr vorne. Das ist wieder ein quittierpflichtiges Signal, aber der Kollege macht das schon. Ist ja Profi, oder? Ja, du machst das schon. Ich weiß schon, wo wir hinfahren, ne? Gespannt, ob wir jetzt bis Würzburg durchfahren. Das wäre jetzt der absolute Hammer. Als Beifahrer bis Würzburg. Halten wir den jetzt an? Mitten auf der Strecke. Jetzt los, Kollege. Hallo, warum halten wir hier an? Ich würde gerne nach Würzburg fahren. Ich wohne da. Wie habe ich das Gefühl, dass das nicht gut ist? Hier ist kein rotes Signal, nichts. Warum halten wir mitten zum Donnerwetter hier an? Waren jetzt genau unter 50, 40 würde ich sagen. Ach du, jetzt bin ich irgendwie aus dem Zug gefallen. Ich bin aus dem Zug gefallen. Habt ihr das gemerkt? Wahnsinn! Ich wollte eigentlich nur Entschuldigung, zurück zu meinem Sitz und jetzt ich aus dem Zug gefallen oder rausgeschmissen vorne oder wie auch immer und stehe jetzt hier mitten in ja, wo eigentlich? Im Wald. Und ich glaube nicht, dass ich jetzt hier großartig Chancen habe, mitgenommen zu werden. Mitten in der Nacht, beziehungsweise mitten am Nachmittag. Es ist verdammt dunkel, es wird eiskalt und ich stehe hier mitten im Wald und weiß auch nicht mehr weiter. Man kann mich doch nicht einfach aus dem Zug schmeißen. Was geht denn hier ab? Scheiße, ich habe noch nicht mal Handyempfang hier. Wäre ich doch bloß in Fulda ausgestiegen. Naja. Ob ich überlebe, das seht ihr dann in einem anderen Video wieder. Ich könnte zurücklaufen. Wo bin ich denn überhaupt? Wo bin ich? Kurz vor Hartberg. Da bin ich. Ich könnte jetzt nach Fulda laufen. Das wird aber ein verdammt langer Weg. Boah. Ist doch nicht euer Ernst, Leute. Da sind die Gleise. Ich laufe unter den Gleisen her. Die sind in der Luft. Das kann doch nicht wahr sein. Da hinten ist eine Ortschaft. Vielleicht kann ich da telefonieren. Ist da was? Das war's jetzt mit diesem Szenario und mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, trotz dieses kuriosen Endes, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf. Bleibt gesund.
Bleibt mir treu, bis zum nächsten Mal in einem neuen Video. Macht's gut, bis dahin. Ciao, Servus und Tschüss. Euer der Danny Spieters. Haut rein. Bye, bye.